Vor 7 Jahren hatte der Senat, damals noch ein rot-roter, die wegweisende Idee kostenloses, kabelloses Internet in der ganzen Stadt. Heute ist die Sache nicht mehr ganz so wegweisend, doch der Senat, inzwischen ein rot-schwarzer, werkelt immer noch an dem WLAN-Netz herum. Jetzt kommt aus dem Roten Rathaus ein neuer Anlauf. Im kommenden Frühjahr soll es endlich klappen. Aller guten Dinge sind 4. Vielleicht. Denn bislang ist die Suche nach einem Internetanbieter für Berlin gescheitert. Obwohl zuletzt alles nach einem Durchbruch aussah. Und ich denke, dass wir nach der Sommerpause da auch ganz konkrete Ergebnisse präsentieren können. Die Sommerpause ist längst vorbei. Präsentiert wurde nichts. Die Bedingungen des Senats offenbar utopisch aus Sicht potenzieller Interessenten, zu denen auch die Wahl AG gehört. Erstens mal, man erhofft, man bekommt ein Angebot ohne jegliche Gegenfinanzierung. Das gibt es leider nicht. Und der zweite Grund ist, man hat auch nicht akzeptiert, dass unser Konzept, die Gegenfinanzierung mit Werbeflächen, wurde auch nicht akzeptiert, was ich sehr schade finde. Weil damit hätte man einige tausend WLAN-Hotspots umsetzen können. Und andere Städte, wie zum Beispiel in Düsseldorf und Freiburg oder auch New York, die machen das ja auch. Jetzt will der Senat nicht mehr einen Anbieter für ganz Berlin suchen, sondern einzelne Hotspots ausschreiben, etwa in Bürgerämtern. Solche Einzelhotspots gibt es längst, zum Beispiel von Kabel Deutschland. Die sind montiert auf Stromkästen in der Stadt. Als Anreiz bezahlt der Senat in den ersten 2 Jahren Strom und Miete des Hotspots. Die Grünen glauben trotzdem nicht an den Erfolg, wollen lieber landeseigene Unternehmen wie die BVG mit einspannen. Ich will kein reines WLAN hier nur in der Innenstadt. Das ist für mich nicht attraktiv. Aber wenn man das zum Beispiel an den ÖPNV-Knoten beginnend, im gesamten ÖPNV-Bereich, also immer entlang der U-Bahn- oder Straßenbahnstrecken macht, dann ist das zum einen keine Insel und zum anderen ist es für alle Berlinerinnen und Berliner. An Ideen mangelt es nicht. Problem nur, bis jetzt blieb von diesen Ideen am Ende so viel übrig.